Steininger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle merken es, das Leben wird teurer, das merken wir, wenn wir tanken gehen an der Zapfsäule, das merken wir bei jedem Einkauf, den wir im Supermarkt machen. Und wir werden es auch, wenn wir zur Miete wohnen, am Ende des Jahres merken, wenn die Nachzahlungen kommen, dann wird es für viele ganz besonders schlimm werden. Wir sehen also, das Leben von vielen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land ändert sich. Manche müssen sich nur einschränken, aber bei ganz vielen herrscht die große Sorge, dass sie sich eben nicht nur nicht einschränken, sondern dass am Ende des Monats nicht mehr genug Geld da ist, um diese hohen Preise dann auch zu bezahlen. Wir erleben eine Rekordinflation, 7,3% im März. Seit 40 Jahren hatten wir nicht mehr solche Zahlen. Und mir ist es jetzt in 9 Jahren Bundestag das erste Mal passiert, dass ich eine Petition eines Gemeinderats aus meinem Wahlkreis bekommen habe, die kleine Gemeinde Weidenthal, die sich bei sich vor Ort, bei den Kommunalen, bei den Ehrenamtlichen dafür einsetzen wollen, hier, dass wir im Deutschen Bundestag handeln. Das zeigt aus meiner Sicht, dass es hier wirklich 5 nach 12 ist. Und ich fordere und wir fordern die Ampel auf, hier jetzt endlich zu reagieren. Und Sie werden jetzt gleich sagen, in der Debatte werden Sie jetzt gleich sagen, ja, wir haben doch gestern da was verabschiedet und auch in den letzten Wochen immer mal wieder was gemacht. Aber das Muster, was wir sehen, das Muster dieser Ampel ist immer gleich. Die Ampel reagiert zu spät, sie macht zu wenig. Und wenn sie etwas machen, dann machen sie es so bürokratisch, dass es am Schluss sehr viel mehr Kosten noch produziert. Ich würde mir wünschen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass auf dieser Koalition nicht nur Fortschrittskoalition draufsteht, sondern dass sie diesen Fortschritt auch mit PS, diese PS auf die Straße bringen. Denn zu Fortschritt gehört auch Schnelligkeit dazu. Und wir sind als Union eine konstruktive Opposition. Wir weisen auf diese Themen seit vielen Monaten hin. Wir haben schon im letzten Jahr auf das Thema hohe Inflation hier in Debatten hingewiesen. Da habe ich noch gehört, ja, das gibt es doch gar nicht. Das wird sich in den nächsten Monaten ausgleichen. Wir sehen heute, es ist falsch. Wir haben zum Thema hohe Energiepreise schon vor Monaten hier einen Antrag eingebracht. Der wurde von Ihnen abgelehnt. Ich selbst habe hier im Dezember, kurz vor Weihnachten, zum Thema kalte Progression gesprochen und gesagt, dass Sie dort etwas machen müssen. Sie machen nichts. Und das liegt halt daran, weil sich die FDP nicht durchsetzen konnte im Koalitionsvertrag. Der Begriff kalte Progression kommt im Koalitionsvertrag nicht vor, und deswegen gleichen Sie es, anders als wir es früher gemacht haben, nicht aus. Und das dicke Ende wird jetzt ja kommen. Das dicke Ende wird jetzt kommen, weil jetzt die Tarifrunden anstehen. Und dann wird es so sein, dass die Lohnerhöhungen, die wir bei den Tarifen sehen, aufgefressen werden. Tun Sie etwas dagegen, nicht nur indem Sie den Grundfreibetrag erhöhen, sondern Sie müssen auch was bei den Eckwerten machen. Dazu fordern wir Sie auf. Und jetzt haben Sie ja einiges an Ankündigungen und Maßnahmen, was Sie uns jetzt in den letzten Tagen hier auch vorstellen. Das eine haben Sie im Grunde genommen von uns kopiert. Das andere ist super bürokratisch und handwerklich schlecht gemacht. Sie führen einen Familienbonus ein, 100 Euro. Wir haben vor wenigen Wochen hier vorgeschlagen, einen Kinderbonus zu machen von 150. Da bleiben Sie hinter unseren Forderungen zurück. Ich kann übrigens auch nicht mehr ertragen, wenn Sie sich hier abfeiern. Auch gestern habe ich Ihren Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr bei Bild gesehen, der sich da abgefeiert hat, was man für eine große Entlastung hier vor sich hat. Jetzt gucken wir uns einfach noch mal an, was die Union in den letzten Jahren gemacht hat. Wir haben den Kinderbonus zweimal gemacht. Wir haben ihn zweimal für 150 Euro gemacht. Wir haben allein in den beiden Familienentlastungsgesetzen über 20 Milliarden Euro Entlastung gemacht. Und Sie feiern sich jetzt hier mit diesen Dingen ab. Das ist nicht in Ordnung. Zweiter Punkt, Energiesteuer. Bei der Energiesteuer finden wir es gut, dass Sie unseren Vorschlag aufnehmen, diese zu reduzieren. Aber wir hätten gern, dass Sie es nicht nur für 3 Monate machen, sondern dass Sie unseren Vorschlag aufnehmen und dies eben für 2 Jahre machen. Denn eins ist doch klar, diese Krise wird nicht in 3 Monaten zu Ende sein. Jetzt das Thema Energiegeld. Wir hatten eine Anhörung dazu im Finanzausschuss, und das war schon sehr erschreckend, wenn man sich anschaut, was für ein Rattenschwanz diese 300 Euro, die Sie hier auszahlen wollen, nach sich zieht. Es kommt zu spät und ist ungenügend. Sie vergessen im Übrigen auch viele. Sie vergessen die Studenten und die Rentner. Aber am allerschlimmsten, und das wundert mich dann schon, wenn die FDP in einer solchen Bundesregierung beteiligt ist,
Sie schaffen hier ein Bürokratiemonster. Heute Handelsblatt, die Bezifferung der Bürokratiekosten allein für das Energiegeld 1 Milliarde Euro. Die Steuerverwaltung in den Bundesländern werden mit 550 Millionen Bürokratiekosten mehr belastet. Ein Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Und manchmal muss man dann ja etwas lachen. Ich habe dann gesehen, der Finanzminister hat sich zitieren lassen, dass man das so bürokratieschonend wie möglich umsetzen will. Ich frage mich manchmal, was die FDP, als sie noch in der Opposition gewesen ist, zu solchen Gesetzen gesagt hätte. Ich kann es mir gut vorstellen. Und das sagen wir Ihnen jetzt auch. Von daher kommen Sie hier in die Puschen und kommen Sie Ihrem Auftrag nach. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Dr. Nina Scheer das Wort.